Das Projektforum. Wir machen Deutschland fit für die Projektwirtschaft. Guten Tag, mein Name ist Andreas Frick. Heute möchte ich mit Ihnen zusammen das Themenspektrum Projektmanagement etwas genauer beleuchten. Doch woher stammt es eigentlich? Lassen Sie uns zurückblicken in die Geschichte und in deren Entwicklung. Nun, Menschen haben es schon immer geschafft, große Vorhaben zu realisieren. Oft genannte Beispiele sind hier die chinesische Mauer, die Pyramiden von Gizeh oder die Bauwerke der Azteken. Ein besonders interessantes Beispiel ist sicherlich der Kölner Dom. Hier insbesondere die Laufzeit, die es in Anspruch nahm. Nun, da erscheint die Dauer so mancher Großvorhaben heute in Deutschland doch in einem ganz anderen Licht. Das erste Mal erscheint das Thema Projektmanagement in der Literatur, in dem Essay About Project von Daniel Defoe aus dem 17. Jahrhundert. Einige kennen ihn durch seinen Roman Robinson Crusoe. Zur damaligen Zeit war es gar nicht so leicht für Projektleiter, Projekte zum Erfolg zu führen. Darum heißt es auch noch in dem großen Universallexikon aus dem Jahr 1741, hier heißt es, Projektenmacher heißen insgemein diejenigen, welche den Leuten dieses oder jenes Projekt, davon sie sich vor die Erfinder ausgeben, entdecken und sie zu deren Ausführung unter scheinbaren Vorstellungen eines daraus zu erwartenden Gewinns anermuntern. Einem solchen muss man nicht sogleich Gehör geben, weil sie insgemein Betrüger sind. Nun, damals hatten die Projektleiter offensichtlich einen wirklich schlechten Ruf. Heute ist dies anders. Nun, wie ging es weiter? Projektmanagement hat sich dann mit Beginn des 20. Jahrhunderts als ein in erster Linie methodenorientiertes Thema und als eine Ingenieurdisziplin entwickelt. Henry Lawrence Gantt war der Erste, der ein Ablauf- und Terminplanungsdiagramm darstellte, heute noch als Gantt-Diagramm bekannt. Die Projektorganisation des Projektes zum Bau des Empire State Buildings zum Beispiel unterscheidet sich nicht wesentlich von denen heutiger Projekte. Ja, und im Apollo-Programm in den 60er Jahren wurde die Netzplantechnik erfolgreich entwickelt und eingesetzt. Viele der heute wichtigen Methoden des Projektmanagements stammen aus dieser Zeit. Bis in die 70er Jahre hinein allerdings herrschte ein weitgehend ingenieurmäßiges Denken im Themenspektrum und im Kontext Projektmanagement vor. In den 70er und 80er Jahren folgten die Jahrzehnte der Sozialwissenschaften. Dort wurde erkannt, dass Projektleiterinnen und Projektleiter all das benötigen, was echte Führungskräfte auszeichnet, um Menschen erfolgreich zu machen. Teams entwickeln und zu Hochleistungen bringen, sicher im Konflikt stehen und Krisen meistern, Menschen für Aufgaben gewinnen und motivieren, Kommunikation, auch aus Sicht der interkulturellen Interaktion und nicht zu vergessen das wichtige Thema des wirksamen Führens. Seitdem werden Projektleiterinnen und Projektleiter auch als Führungskraft auf Zeit bezeichnet. In den 90er Jahren und insbesondere Anfang dieses Jahrhunderts wurde das Themenspektrum Projektmanagement für das Management unserer Organisation interessant. Im Jahr 2015 hat eine aufwendige Untersuchung der Deutschen Gesellschaft für Projektmanagement gezeigt, dass bereits heute 40% aller Arbeitsleistungen des Anteils am Bruttosozialprodukt also in Projektform erbracht wird. Seitdem wird von der Projektwirtschaft gesprochen. Organisationen haben daher heute das Thema Projektmanagement fest im Blick. Es gilt als Leitmetapher für moderne Organisationsentwürfe. In Vorständen und Geschäftsführungen wird damit begonnen, die ganze Strategie von Unternehmen auf Projektmanagement hin auszurichten und die Methodiken des Projektportfolio-Managements zu nutzen, um ganze Projektlandschaften zu steuern. Es tauchen neue Organisationsbereiche auf, oft als Project Management Office bezeichnet, die steuernde Funktion übernehmen, die unterstützende Funktion übernehmen, um Projektleiterinnen und Leitern darin unterstützen, ihre Projekte erfolgreich abzuwickeln. Mit Beginn dieses Jahrhunderts entwickelte sich ein weiterer wichtiger Zweig des Projektmanagements, die agilen Formen der Projektarbeit. Es begann in der Soziologie und verbreitete sich in verschiedene Branchen und eigene Themenfelder. Es begann mit dem Thema agile Fabrik, ging weiter über die Methoden und Techniken der agilen Softwareentwicklung, insbesondere heute das populär gewordene Scrum, entwickelte sich weiter über evolutionäre und agile Ansätze des Projektmanagements bis hin zu den eigenständigen Themenfeldern agile Organisation und agiles Führen.
Heute sind Projektleiterinnen und Projektleiter es gewohnt, ihre Projekte in hybrider Form zu managen, also agile Arbeitstechniken geschickt zu kombinieren mit linearen klassischen Arbeitstechniken, um Projekte letztlich erfolgreicher zu machen. Mit dem heutigen Wissen zum Projektmanagement wäre so manches Großprojekt aus der Vergangenheit sicherlich besser, schneller und wirtschaftlicher fertiggestellt worden. Denken Sie mal drüber nach. Mein Name ist Andreas Frick. Wenn Sie mehr über das Themenspektrum Projektmanagement erfahren wollen, abonnieren Sie unseren Kanal. Viel Erfolg in Ihren Projekten! Das Projektforum. Wir machen Deutschland fit für die Projektwirtschaft.